Heute bin ich besonders stolz, einen Gast bei mir zu haben, den ich sehr verehre, denn ohne sie hätte es so viel tolle Fernsehsendungen nicht gegeben und Kinofilme. Herzlich willkommen, hier ist Gaby Dohm. Liebe Gaby, schön, dass du da bist. Ja. Ich freue mich sehr. Nachdem du jetzt hier eine Köchin spielst in einer Fernsehserie sozusagen, ja? Ja, für immer Venedig. Und zwar einen Venedig, der eine kleine Trattoria hat. Und da wirst du aber Sicherheit super kochen können, oder? Es wird nicht gezeigt. Es wird nicht gezeigt. Aber heute musst du zeigen, was du kannst. Und zwar, du wirst heute zubereiten ein Tiramisu mit Aprikosen, Amaretinis, wunderschönen Mascarpone-Creme. Okay, jawohl. Und ich, liebe Zuschauer, habe mir auch ein schönes Rezept vorgenommen. Und zwar ganz leckere Kartoffelmaultaschen, gefüllt mit Leberwurst, in einer tollen Schmelze. Und dazu ein schönes Ragout von Lauch und Tomaten. Also, zwei Gerichte. Gut. Ich würde sagen, liebe Zuschauer, wenn Sie mal hier auf dieser Seite gucken, dann wissen Sie, es gibt was Gescheites zum Essen. Mal schauen, was es auf der anderen Seite gibt. Ist der Horst eigentlich auch da? Und auf dieser Seite gibt es was Richtiges zu gucken, und zwar einen Doppeltoni Marschall heute. Und Toni Marschall wird mit mir tatsächlich etwas Fantastisches kochen. Wir müssen doch Johann einmal zeigen, dass wir es können, oder Toni? Ja, ich würde mich bemühen. Ja, und du bist der beste lebende Beweis, dass ein Soufflé aufgeht. Deswegen musst du heute Soufflé machen. Du darfst nur das Accent aigu nicht vergessen am Ende. Das Accent aigu am Ende. Das ist ein französisches Wort, Soufflé. Ach, Soufflé. Aha, Soufflé. Das weiß er gar nicht. Ja, du, hallo, mir ist wichtig, dass das Zeug was wird, und alles andere ist egal. Ja, klar, ich würde mich bemühen. Du machst ein wunderbares Soufflé, gefüllt mit frischen Zucchinis, mit Champignons in Parmesan gebacken und dazu ein Tomaten-Rahm-Sößchen selbst zelebriert. Und ich werde mich heute an etwas außergewöhnlich Schwieriges wagen, weil ich möchte Johann Lafer mal zeigen, ich kann's. Ich werde heute eine Bratwurst machen mit Rahmsauerkraut. Eine 1A Toni Marschall Diät. Ne? Ja. Toni, aber was wäre das diese Sendung? Bratwurst mit Sauerkraut. Nee, du machst das Schwierige. Toni, jetzt mal ganz ehrlich, was wäre ich ohne Johann? Das wäre so wie du ohne Noten. Genau. Deswegen möchte ich ihn jetzt begrüßen. Dann wäre ich arbeitslos. Mein Johann. Johann! Servus! Alles klar? Lieber Toni? So. Weißt du was? Also, Johann. Ich würde vorschlagen. Ja, Johann? Da ihr fast nichts zu tun habt, das bisschen, was ihr kocht, könnt ihr auch singen nachher. Ja, mal gucken. Aber weißt du, was ich ganz toll finde, Johann? Dass du dich so ein bisschen breit machst für die Integration der Menschen, die alle in Deutschland leben. Johann Lafer sieht nicht nur aus wie ein kleiner Türke, sondern er kocht auch türkisch. Tiramisu. Ja? Ich habe eben genau hingehört. Tiramisu von Lüfer, Lüchter, Lücker. Sehr schön, da freue ich mich drauf. So, wir machen jetzt erstmal eine schöne Karamellsoße für die Aprikosen. Zucker schmelzen lassen in der heißen Pfanne. Dazu gibt es Vanillemark und etwas Sternanis. Erstmal das alles reingeben, gell? Und die Zitronenschale auch abgerieben zum Zucker geben. Ich mache schon mal meinen Kartoffelteig. Ich habe hier Kartoffel gedämpft, und zwar... Ach, schon wieder vorbereitet, der feine Herr. Ist klar, schon mal Kartoffel gedämpft, weißt du? Bei mir dauern die jetzt 2 Minuten. Butter aufgelöst, Kartoffelchen gekocht, selbstverständlich. Ja. Also nein, pass auf, wirklich, Kartoffeln hier schön dämpfen, sieht man hier. Ja. Damit die schön trocken sind, sieht man hier, und dann kann man daraus einen wunderschönen Kartoffelteig machen. Nee, sieht sehr schön aus, Johann, aber ich habe so ein bisschen Angst, demnächst kommst du nur noch mit fertigen Gläsern mit dem Gericht und unterschreibst nur noch. Guck mal, Gabi, dich lässt er da mal lochen, ja? Ja. Das ist der Knaller, ist das. Ja. Und unser einer muss auch die Eier selber legen für den Teig, ne? So. Warte mal, Eier trennen, da bin ich immer ganz gespannt drauf. Oh, das hast du aber schon mal gemacht, Toni. Ja, aus lange her. Ui. Was? Oh, guck mal, aber auch sehr schöne Goldketten hast du, Toni. Seit wann klatscht hier einem, wenn einer ein Ei trennt? Gerade so golden wie die Eier. Sag mal, was habt ihr denn? Die sind aber schön, was steht denn da drauf? Toni,
Ach, da steht Toni drauf. Falls ich mal verloren gehe. Ich hätte mir so was gemacht, falls ich dem Suff mal vergesse, wie ich heiße oder so. Das ist ziemlich nach Hause. Aber die kenne ich. Die habe ich auch schon mal auf so einem türkischen Markt gesehen. Die waren super. Du musst nur aufpassen, wenn du schwimmen gehst, schwimmen die Ketten oben. Wie macht man das einfach so? Meistens. Ja, die sind ja dann so echt. Ne? Nein, aber man merkt schon, du hast gekocht. Weil ich hatte schon Gäste hier, die haben versucht, Eier zu trennen. Die haben mich wirklich gefragt, wonach? Nach Größe oder Farbe? Ich bin in einer Zeit groß geworden, da musste man kochen können. Also wirklich, ganz alle ehrlich. Alle fünf drin. Ein Applaus für Toni, ganz ehrlich. Ich finde es sehr gut. Warum? Viele werden jetzt sagen, was ist denn dabei, Eier zu trennen? Aber jetzt ganz ohne Quatsch, Toni. Ich habe schon Leute hier gehabt, die haben versucht, rohe Eier zu pellen, um dann zu trennen. Wir haben da schon die dollsten Sachen erlebt. Jetzt und das zeigt noch mir... Getrunken, mein Freund. Hättest du die am liebsten getrunken? Ja. Ja, ich bin in einer Zeit groß geworden. Da Eier? Haben wir von rohen Eiern gelebt. Die haben wir immer zum Bauer, sind wir in den Hühnerstall rein und haben die Eier geklaut. Nein. Und haben die roh getrunken, ja. Deshalb auch die Figur. So, bisschen. Johann, die haben Eier aus rohen, aus lebenden Hühnern roh ausgesaugt. Kannst du dir das vorstellen? Oh mein Gott im Himmel. Guck mal, so trenne ich die Eier. Zeig mal, Johann. Guck mal, Toni, genau wie bei dir. Mit Gefühl. Ich habe es ja gelernt von den Meistern. Hast du gelernt? Zugucken, aufpassen, dann lernt man alles so leben. Gabi, brauchst nicht zu verlieren jetzt. Lass einfach so. Lass einfach so, wie es ist. Du kannst schon die Aprikosen vorbereiten. Von wem hast du das gelernt? Von der Oma. Von der Oma? Ja, die hat uns alles beigebracht. Da kommt noch flüssige Butter dazu. Wie alt warst du da? 4, 5, so um diese Jahre. Mit 4 Jahren hast du schon Eier getrennt? Ja. Klar, einmal hingucken und dann, ich passe ja auch, was du da machst. Man lernt ja nie aus. Siehst du, Zwiebel? Wieso musstest du denn mit der Grenze an Kinderarbeit mit 4 Jahren Eier trennen? Ja, da mussten sie alle mithelfen zu Hause. Aber ist das nicht wirklich ein bisschen arg jung gewesen? Nee. Johann, wann hast du dein erstes Ei getrennt? Sag mal, was? Können wir bitte das Thema wechseln? 4 Wochen vom 30-jährigen Krieg hat er gemacht. Schon so lange her, das weiß er gar nicht mehr. Du. Was? Ja, Johann? Wann hast du das erste Ei getrennt? Du, ich habe direkt mit den Hühnern gesprochen, die sollen das separat legen. So, Gabi. Ja. Aufpassen, es brennt gleich an hier. Oh Gott, ja. Ja, ich muss schön hellblond sein. Oh, das ist wirklich ein schönes Süß. Dazugeben Weißwein. Und Aprikosensaft. So, das Ganze jetzt sirupartig einkochen lassen und dann garen wir da drin die Aprikosen, ja? Mhm. Nichts rühren, das löst sich alleine. Achso, da haben die Meister haben immer Angst, ist alles falsch, das ist kein Problem. Das liegt also daran, dass durch diese kalte Flüssigkeit der Zuckerstock, der so heiß war, diese Klumpen, die lösen sich alle wieder auf. Man kann das da ganz entspannt da stehen lassen, das wird nachher schön ganz, ganz klar. Brauchst du keine Angst haben. Jetzt muss man aufpassen, dass es nicht zu dunkel wird, oder? Nein, da passiert nichts mehr, nur einkochen lassen, ja? Okay. So, ich muss meinen Kartoffelteig jetzt erstmal richtig schön von der Konsistenz her machen, da fehlt aber die Mehl. Also Toni, ich bin begeistert. Du hast das Rezept ein einziges Mal von mir erklärt bekommen und das machst du sehr, sehr schön. Die Reihenfolge stimmt, ja? Ja. Nee, das war jetzt ohne, ja. Weil eins darf man ja nicht vergessen, meine Damen und Herren, wenn der Toni mich auf die Bühne stellen würde, würde mir einmal einen Text sagen, das gäbe eine Katastrophe. Und er kocht hier, als wenn er das schon öfters gemacht hat. Das ist wirklich toll. Es kommt immer auf die Reihenfolge an. Ja gut, die haben wir ein bisschen hier. Aber du hast erst schön butterflüssig werden lassen, Mehl eingerührt. Dann hast du die Milch untergerührt. Richtig. Mit Salz und Pfeffer, Muskatnuss abgeschmeckt. Jetzt schieben wir die Soße auf Seite, damit sie ein klein bisschen kühler wird. So. Eier hast du schon getrennt. Mhm. Nachher kommt unter die abgekühlte Soße das Eigelb. Eischnee jetzt schlagen. Und dann fangen wir nachher an, wenn das auch ein Backblech ist für einen Backofen, mit der Füllung an. Dann hole ich mir die Maschine. Fast. Ja, bitte, Johann. Hast du schon mal so einen schönen Kartoffelteig gesehen? Nein, Johann. Ja. Ist der toll. Ein Applaus für den Kartoffelteig. Ja. Johann? Der ist ganz zart. Weißt du, was ich mich gerade gefragt habe? Ja, was? Hast du mich jemals gefragt, ob ich schon mal so einen schönen Kartoffelteig gesehen habe?
Ich würde es dir sehr gerne sagen, Johann. Frag mich doch mal. Soll ich meine Frage? Johann, ich habe noch nie so einen schönen Kartoffelteig gesehen. Toni, hast du schon mal so einen schönen Kartoffelteig gesehen? Nee. Wer hat denn zubereitet? Also ich finde, das hat einen Applaus verdient. Einen Applaus für den Kartoffelteig. So. Gabi? Ja? Hast du schon mal so einen schönen Kartoffelteig gesehen? Ich habe überhaupt noch keinen Kartoffelteig gesehen. Aber dann würde ich sagen, einen Applaus für diesen schönen Kartoffelteig. Jetzt kommt das Eigelb hier rein, ne? Das Ei, nein. Gottes Willen, wenn du das Eigelb ins Eiklar tust, hättest du es vorher nicht trennen müssen, weißt du? Ja. Den musst du noch ein bisschen steifer schlagen. Ja? Ja? So richtig steif. Das wird ich was. Muss Johann mal was fragen. Johann, ja. Wie hast du so einen schönen Kartoffelteig hinbekommen? Das ist Wahnsinn, das musst du dir anschauen. Unglaublich ist der. Unglaublich, du. So. Kann man den mal nah zeigen? Jetzt machen wir da mal ein schönes Stück Leberwurst drauf. Nee, warte, erst zeigen. Nee, warte, erst nix. Die Kamera. Da, komm mal. Nee, Johann, warte. Guck mal. Ist das ein. Nein, weg, Johann. Ist das ein wunderschöner Kartoffelteig? Ebenfalls. Darf ich den mitnehmen, Johann? Hör auf jetzt! Ein kleines Stückchen, Johann. Nix. Komm, den kriegst du doch nie wieder so hin, Johann. Guck mal, wir machen jetzt schöne Maultasche mit Leberwurst. Komm, ein kleines Stückchen, Johann, für mich, ja? So. Nur hier so ein Stückchen für mich, ja? Ja, zur Erinnerung. Ich friere den ein, ja? Dann kommt er in den Setzkasten zu Hause. Was ist das jetzt für eine Leberwurst? Geräucherte Leberwurst? Geräucherte Leberwurst. Ist der nicht schön? Nein. Toni, guck mal. Jetzt schmeiß ich dir meine Arme. Ist der nicht schön? Nee. Noch warten. Ich mache nicht kaputt. Die erstmal Eier und? Trennen und das Ei beschlagen unten in der Schüssel. Der dümmste Bauer hat die größten Eier auf dem Gehirn. Ja, warte mal. Ja. Was gibt's da? Der Meister. Guck mal gut. Sehr schön. So. Jetzt rührst du erst du kannst die, Eier schon mal die Eier trennen und dann kannst du daraus die ganzen Eier rein. So. Schön unterrühren, ja. Johann, ich finde deinen Kartoffelteig super. Darf ich dir mal sagen, dass du nicht alle Tassen im Schrank hast, oder was? So. Was? Guck mal. Wir stechen jetzt, liebe Zuschauer, übrigens, das ist eine seriöse Kochsendung nach wie vor. Wir stechen jetzt hier die Ravioli aus. Guck mal hier. Guck da mal hin. Das ist doch ein Nobelpreis. Das ist ein Nobelpreis. Oh, das ist ein Nobelpreis. Ja, her. Ich finde, Johann, Eier trennen und das Eiweiß aufschlagen mit Zucker, bitte. Und Nobelpreis ist zu wenig. Ich finde, das ist ein Oscar wert. Ich brauche irgendwas, wo ich das Eiweiß aufschlagen kann. Eine Schale. Eine Schale brauchst du. Ja. Johann. Ja, ich höre, ich bin konzentriert. Ich spreche mit dir. Ich habe einen Gast, den ich gerne betreue. Okay. Ich finde, das ist einen Oscar wert. Warum? Kann man nach meinen Eiern gucken? Darf ich noch einen haben, Johann? Jetzt hör auf jetzt. Komm bitte, einen ganzen. So einen, ja? Nee, den brauche ich doch, die Ravioli da. Ach, zwei reichen doch. So. Das ist meiner, den friere ich mir jetzt ein für später. So. Das ist meiner. So einen schönen Kartoffelteig habe ich noch nie gesehen. Gabi. Toni, ja? Kannst du da nicht mal ein schönes Lied machen? Sag mal ehrlich, Gabi, würdest du das denn mit dem aushalten? Das ist ein bisschen stressig, wenn man jetzt dazwischen sich so viel merken muss. Ich habe da eine Idee. Schöner Teich hast du heute für mich. Schöner Teich. Jeder. Ja. Nicht schöner, schöner Teig hast du heute für mich. Nein. Schöner Teich macht der Johannes breit. Johann, guck mal. Johann heißt er. Johann. Ja. Reibt sich Johann besser? Ja. Warte, wir müssen daran arbeiten. Okay, macht aber nichts. Macht aber nichts. Du machst dich schön sauber. Johann kann. Ja, Johann kann Teich. Ja, so haben wir das überhaupt. So, wir tun jetzt also hier Leberwurst. Am besten so eine schön magere Leberwurst nehmen. In den Teich. In den Kartoffelteig. Und dann machen wir drauf frischen Majoran. Oh, der ist schön, der Teich. Guck mal eben. Ja, ich guck mal dahin.
Ich glaube, da haben wir keine Hitze. Oder? Nee, den muss man noch anmachen, den Ofen. Dann ja, kommt sofort Temperatur, weißt du? Jetzt. So, guck mal da, wie doll. So, jetzt hebst du bitte vorsichtig das Eischnee unter diesen Teich. Ja. Wobei der Teich ist nicht so schön wie Johanns Kartoffelteich. So, jetzt nee, komm, da müsst ihr ehrlich sagen. Also, das ist ein Teich. Komm mal, jetzt zusammenklappen, hier schön. Mach nicht den schönen Teich kaputt, Johann. So, und dann wieder Mehl drauf und dann wieder ausstechen. Weißt du, woran mich das erinnert? An was? Ich habe mal Teppich verlegt, da waren meine Kinder noch klein. Und da waren Meerschweinchen auf einmal weg. Sag mal, der ist einfach nur noch... Das war ganz blöde, Johann. Also ich versuche da mit dem Hammer den Teppich gerade zu klopfen. Aber so habe ich ja kochen gelernt, weißt du? Nimm ruhig hier von mir den Platz, das ist kein Thema, Johann. Wenn du möchtest, räume ich meinen Herd. So. Liebe Zuschauer. Zucker in das Eiweiß tun. Bin ich an Ihrer Seite? Ja, Zucker ins Eiweiß haben wir da vorne. Ja, Toni, ich hätte noch einen kleineren Topf genommen. Dann aber erstmal, pass auf, erstmal schlagen. Schlagen lassen, schön schlagen lassen und dann Zucker ganz langsam rein. Ja. Erst muss es schön schaumig sein, ja? Weil die Inge von Bergen hat das mal falsch gemacht. Die hat das alles dreimal geschlagen, ja? Nee, schütten wir alles da rein. Nee, machen wir erstmal drei nachschlagen. Ja. Sehr schön. Alles rein. Die müssen erst richtig schaumig sein, ne? Dass man so richtig schön schaumig sein. Wo der Fehler lag, so ein klein bisschen. Und soll ich die Aprikosen noch nicht rein? Da muss noch mehr Flüssigkeit, noch mehr einkochen. Weil dann wäre der Teich von dir jetzt auch nicht so flüssig. Weil jetzt haben wir einen flüssigen Teich. Und den noch mal hart zu kriegen im Ofen, das wird eine spannende Geschichte. Kriegen wir hin. So. Meinst du? Klar. Ich bin jetzt schlagen da. So. Und dieser Assistent. Warte mal. Okay, also jetzt Zucker reinlassen lassen. Ja. So. Langsam. Und lassen den Mixer ganz gerade drin. Ganz gerade. So, ja, genau. Das ist, was passiert, wenn er ganz gerade drin ist? Ja, dann nimmt er mehr auf da und viel bewegen den Mixer. Ah, ja. Ich dachte, man muss es... schlagen. Nee, und du siehst hier schon her. Ja. Es ist kein Klumpen mehr da. Alles ist aufgelöst. Ja. Das ist eine perfekte Flüssigkeit. Siehst du hier? Schön, hätte ich nicht gedacht. Alles ist sirupartig, ja? Sehr schön. Ja. Gut. Johann, weißt du, was ich mit der Gabi gemeinsam habe? Was? Wir beide hassen diesen Sushi, diesen Kaltfisch-Scheiß da. Ne? Ja. Magst du auch nicht, nee, ne? Nee, sei ehrlich, ist keine Lösung, ne? Sushi? Nee, das schmeckt mir nicht. Nee, warum haben wir Männer das Feuer entdeckt mit Steinen, die wir aneinander geschlagen haben, dass wir jetzt wieder das Essen wegfressen? Oh ne? Ja, das kann man doch schön braten. So. Schau mal, so jetzt. Noch mehr. Locker bleiben. Was? Guck mal, so ein schöner Kartoffelteig. Zeig mal, Johann. Also ganz ehrlich, Johann, das ist der schönste Kartoffelteig, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Ja. Ich finde, das ist mal einen Applaus wert. Na? Das macht den Spaß, in die Schultern zu gucken. Das ist schon schön mit uns. Oh, ne? Ich sag dir. Sag mal, du hast übrigens eine Eigenschaft oder so eine Angewohnheit, die ich wirklich ganz spannend finde. Was ist dir aufgefallen? Dass du abends zu Hause immer so einen halben Liter Kakao trinkst, ein Päckchen Zwieback dabei isst, damit du schlafen kannst und dann ganz im Bett isst, damit du keine Kalorien verbrennst, wenn du danach noch dahin gehst. Das soll doch gesund sein, Zwieback, habe ich als Kind. Das ist kein Witz, er macht das wirklich. Jetzt ganz ohne Quatsch, du trinkst jeden Abend einen halben Liter Kakao und isst dabei ein Paket Zwieback. Dann da unten die Mascarpone. Horst, ich habe ein Geschenk für dich. Die Marke braucht man nicht nennen, die kennt man weltweit. Nimmt man davon nicht zu? Das kann sein, aber ein Sänger, ein Sänger braucht Volumen. Und weißt du, wo die Kraft des Sängers liegt? Hier, Zwerchfell. Hätte ich auch singen können, ja, Johann? Ich habe ein Geschenk für dich. Du hast so viele Jahre mit mir ausgehalten. Es war nicht immer einfach. Aber weißt du, das klingt nach Abschied. Es ist Zeit, irgendwann Danke zu sagen. Und das kann man am besten machen mit dem, was man gut kann, nämlich mit einem Kartoffelteig. Ja.
Johann, das kann ich doch nicht annehmen, dass das alles ist. Ja, das ist die erste Sendung, bei der geht es nur um Kartoffelteig. Ich finde, wenn einer Kartoffelteig machen kann, dann du, Johann. Ich stelle mir den aber kalt. Dann jetzt die Aprikosen rein hier. Nee, ist das nicht herrlich. Was ist das, Bratwurst? Das Bratwurst, Johann. Reicht eine Pfefferhunde? Was vorbereitete Bratwurst? Nein, nein, Johann, die habe ich eben noch in die Pelle gezogen. So. Was, reicht eine? Das sind echte mundgeblasene Bratwürste, ja. So, ein bisschen Zucchini dazu. Böse ist, wer Böses denkt. Ja, so, jetzt tust du hier noch Champignons bei? Ich habe noch nie so eine erotische Küche erlebt. Bratwürste, Eier, Toni, so schnell geht das hier. Reicht eine Peperoni, Horst? Eine Peperoni? Reicht die? Ja, ja, die reicht. Die aber reicht. Erst die Tomaten bitte rein. Ja. Du hast bei der Peperoni etwas falsch gemacht. Ja? Du hast die Kerne vorher nicht rausgeholt. Das heißt, sie ist jetzt wirklich sehr scharf. Ich trenne. Du trennst sie noch, du holst die Körner nachher separat raus. Ja. Nein! Nee. Das ist Tomatenmark, keine Champignons. Nein, wegschneiden. Gut. Du hast das gesagt, ich soll die Tomaten reinmachen, hast du gesagt. Okay. Ist das richtig? Ja. Aha. Du musst mich aufs Glatteis führen, ne? Ein Glück, dass ich das Publikum hinter mir weiß. So. Champignons reintun. Entschuldige bitte. Da war ich schon bei einem anderen Gericht. Oh. So. Horst? Ja, Johann? Ich bin ganz stolz. Dankeschön, Johann. Ich auch auf dich, Johann. Was machst du denn jetzt? Löcher in die Bratwurst. Warum? Damit das Fett nicht da drinne sich verbreiten kann, um irgendwann zu explodieren. Ne? So können die Kalorien sanft rauskommen beim Braten. Und die Wurst bleibt dann nur Wurst, aber lecker. Du solltest auch ein paar Löcher in deinen Kartoffelteig machen. So, ich werde jetzt mal telefonieren. Mal schauen, bin ich heute reich. Doch, ich bin mal gespannt, Johann. Ja, übrigens, du hast Mehl an der Nase, aber du kannst das tragen. Ich nehme mal dein Telefon. Ich hoffe zumindest, dass das Mehl ist. Nicht reinziehen, Johann, da wirst du wieder so komisch. Anja Weil, hallo. Hallo, Frau Weil, hier ist Johann Lafer von Lafer Lichter Lecker. Hallo, Herr Lafer. Grüße Sie, was kann ich tun für Sie? Ich hätte gern von Ihnen gewusst, was Sie vom Dampfgarn halten und wie man dieses Gargut am besten würzt. Also Dampfgarn finde ich persönlich extrem gut, weil natürlich das ein sehr schonendes Garverfahren ist. Die Mineralien und Inhaltsstoffe bleiben drinnen. Wenn Sie zum Beispiel Kartoffeln garen, werden Sie sehen, dass die Kartoffeln besser schmecken, weil sie nicht auslaugen. Im Wasser laugen sie aus. Ja. Dann ist es auch so, dass es also wirklich sehr vitaminreich ist beim Garen, das Ganze. Ich kann es nur empfehlen, ich bin selbst davon begeistert. Mhm. Und man muss es immer, wenn man es gegart hat, erst danach richtig Warum kräftig... Warum bist du denn so begeistert davon? Weil es ein sehr gesundes Garen ist. Stimmt. Und wo hast du es entdeckt? Du kannst mit der Frau offen reden. In der Sauna. Ich habe Johann erwischt, wie er damals mit einem Sack Kartoffeln in der Sauna ging und hat gesagt, da könnte ich einen Teich draus machen, außerdem gare ich sanft. Und wann hat er die Kartoffeln gewürzt, vorher oder nachher? Johann. Moment, das kann nur der Horst beantworten. Sekunde. Hallo, junge Frau, hier ist der Hochsauapparat. Hallo. Johann hat selbstverständlich in der Sauna nachgewürzt. Lieben Sie Sauna? Nein, gar nicht. Johann ist für dich. Habe ich jetzt außer die Sauna-Frage alles beantwortet? Nein, ich habe immer noch nicht verstanden, wann ich würzen soll. Vorher oder nachher? Nee, nachher. Nachher. Der Dampf, der spült dir die Gewürze ab. Nein. Deswegen ist die Oberfläche immer erst nach dem Garen zu würzen. Okay, alles klar. Also Fisch, Kartoffel, Reis, die Asiaten dämpfen ja den Reis, die kochen den nicht in Wasser. Das ist wirklich hervorragend. Aha. Gut, okay, dann bedanke ich mich. Ja, ich auch. Okay. Schönen Nachmittag. Danke, Servus. Gleichfalls. Tschüss. Ja. So. Ja, Gabi, wie schmeckt das hier? Was Sauerkraut wird. Das wird. Ne? Gefällt dir schon hier viel besser auf der Seite. Ne? Nein, nein, schon schön hier, ne? Du musst keine Angst haben. Ich bin ja ein Süßigkeitsfan.
Ich esse ja viel zu viel Süßigkeiten und ich liebe auch Süßigkeiten zu machen. Aber das ist wirklich, ich bin sehr gespannt, wie das wird. Welche Süßigkeit machst du denn da gerade? Erklär mal, was ja, gibt das? Das ist Mascarpone ja. mit Ei drin. Ja. Und das ist ein, das sind Aprikosen mit ja. Anis und ja. mit, ja, karamellisiert. Mal sehen, die geigelte Bratwurst, habt ihr sowas schon mal gesehen? Ich liebe Karamell. Ich liebe auch Karamell. Das war bestimmt ein Wahnsinn. Gestern war Schweinegrippe, heute sind Windpocken bei Bratwurst. Nee, das war bestimmt ein Warzenschwein. Guck mal. Ja. Mein Gott, das ist aber eine interessante Bratwurst. So, mein Bruder. Johann. Johann. Ich tue dir nachher eine weg, die kann man schön auskühlen lassen. Kannst sie als Massagestab nehmen. Alles Bio. Was? Was? Kann ich nicht zwei haben? Nee, eines für Toni. Komm, Toni. Kochen ist eine ernste Angelegenheit. Ja. Kochen ist eine sehr ernste Angelegenheit. Nimm diese hässlichen Dinger von mir. Nee, guck mal hier. So. So sieht das aus von der anderen Seite. Ne? Das heilt. Man muss sie nur warm machen. Ah, mein Gott. So, ja, so ein bisschen feingeschnittenen Dill rein. Habe ich schon. Ja. Ein bisschen vorsichtig mal. Hier Chili. Habe ich auch schon drin. Hast du auch schon drin? Ja. Hier sind die Körner, siehst du? Ja. So, dann gucken wir mal deinen Teig. Oh, scheiße, ich sehe nichts. Ich sehe überhaupt nichts mehr. Wo ist denn? Warte mal. Hallo, ist der heiß. Mann. Oh. Oh. Toni, ist das ein Teich? Ja. Komm, da kann man mal sagen, was man will. Ne? Es gibt ja, Johann, macht nichts kaputt. Das ist ja kein Kartoffelteig. Ja, pass auf, wenn er da mit den Fingern rangeht, muss man aufpassen, dass der Teich nicht nochmal wächst. Also, ich muss euch wirklich sagen, ist der nicht schön? Ein schöner Teig. Ne? Was ist das jetzt? Für unser Soufflé, naja. Nee, der Teig ist wirklich schön. Nein, der ist wirklich schön. Ich bin auch völlig überrascht. Aber die Wurst wächst doch hier in der Pfanne. Warum ist das jetzt? Haben wir hier schon alles drin, Olivenöl? Das alles drin, ja. Da musst du mal abschmecken. Hol ich die vier Gläser vor, bitte? Tomaten mag ich für die Soße nachher. Die vier Gläser von hinten vorbringen, bitte? Ich habe noch nie so eine Bratwurst gesehen. Nee, auch nicht. Wir sehen, was du da. Also, jetzt weiß ich aber, wo Bratwurst herkommt. Die kriegen Kinder. Guck mal hier. Wer sagt, guten Appetit zu achten? Was ist das für eine Wucht? Guck mal hier, Johann, ich krieg's Kleine. Also, was, ich hab schon viel gesehen. Aber so eine Bratwurst noch nie, ne? Also, ich auch nicht. Habt ihr eine Schnur da? Die Schnur gemacht? Ja. Die Schnur? Johann. So sieht das aus, wenn Aliens grillen. Ja. Meine Okay. Was? Johann, Horst, meine Damen und Herren, wo ist der hier? Das ist dein eigener Wein? Ja. Selber gemacht? Ja. Lass probieren. Weißwein, wo ist der Weißwein von der Gabi? Wo ist denn der Weißwein von der Gabi? Na gut. Horst? Ist besser ohne. Wart. Er kann. Beißen muss man dann weinen, ja? Ja. Jetzt wissen Sie auch, warum die Barzahlen nach oben gehen. Toni, du siehst jetzt nach so einem Stück schon ganz anders aus. Du wirst immer schöner. Das würde aber ein super Glühwein geben, das sage ich dir. Nee, der ist lecker. Hast du den wirklich selber gemacht? Kann ich diesen Wein trinken? Ja. Ich bin auch selbst in den Rehbergen. Hast du einen eigenen Wein bei uns zu Hause, ja. In Ortenau, Baden-Baden.
Kabelrodig. Sehr schöne Ecke, Baden. Und der hat mich schon immer verhext. Vom ersten Schluck an. Was ist denn das für ein Wein? Hex von Dasenstein. Nee, was ist das? Ist das so ein. Wie nennt sich das? Burgunder. Burgunder? Ja. Also ein adeliger. Ja, adeliger Wein. Ganz große Klasse. Ja? Du kannst mich mal besuchen kommen. So, ja, das mache ich. Du bringst Bratwürste mit und ich. Bist du sicher, dass ich die mitbringen soll? So, pass mal auf hier, Toni. Damit wir aber vorwärts kommen, weil du musst noch eine Soße gleich machen. Ja. Und das hier ist ja noch nicht fertig, wie du weißt. Jetzt rollst du den schön. Ja? Ja. Und zwar mit dem Papier. So, ja. So, dann löst du das ein klein bisschen, weil das Papier sollte man nicht mit einrollen. Das ist ganz blöde nachher. So, siehst du? Ja. Schön so einrollen. Fest, ja. So, guck mal. Lass mich das Werk zu Ende führen. Ja, ja, führ du das mal zu Ende. So, ich mach schön, wir füllen jetzt die Gläser und zwar mit... Oh, füllst du die Gläser heute selber? Nein, das macht die Gabi, guck mal, super. Zunächst die Mascarpone-Creme, dann kommen Aprikosen, dann kommen Amaretinis mit Kaffee und dann wieder Creme oben drauf, bitte. Und die Amaretinis muss ich aber erst mit Kaffee über... Ja, die trinken wir nachher zwischendurch. Wie, das heißt zwischendurch? Ja, wenn du die reingegeben hast. Ach so, ich dachte, wenn ich das vorher trinke. Hast du dein Herd hoch? Nein. Und wie viel ungefähr davon? Weil... So, drei, vier Stück. Eigentlich so ziemlich alles aus. Bitte mehr. So. Okay, jetzt schön Kaffee drüber. Und dann geht's weiter mit der nächsten Creme. Jetzt muss ich vorne hinstellen. Muss ich schön ja. Doch, wunderschön. So, jetzt machen wir hier rein. Rein da die Lauchstangen da. Das war jetzt aber ein schönes Deutsch. Das hätte von mir kommen können. Rein die da, die Lauchstangen da. Johann. Prost. Entschuldige bitte. So. Darf ich alles klar jetzt bei dir? Ja. Papier entfernen. So, sehr schön. Johann? Ja. Wo ist eigentlich dein schöner Kartoffelteich? Irgendwie sehe ich den nicht mehr. Ich vermisse den richtig. Ich kann dir zeigen, hier, guck mal, Horst. Ich kann dir mal zeigen, Johann. Hier die schönen Kartoffelravioli. So, das ab in den Backofen wieder? Die sind super. Guck mal, hier, da schwimmen die. Perfekt. Das sind doch Tomaten, Johann, keine Kartoffelravioli. Ja, aber die schwimmen doch da. Wo schwimmen die? Die liegen doch hier am Brett, Johann. Ach, da. Warte mal, ganz super kurz. Ravioli. Das sind super Raviolis. Das erkennt man am Umhang. Wie ein Supermann, weißt du? Die haben dann super Umhang. Was machst du jetzt wieder? Was wird das jetzt, Horst? Ja, du hast gesagt, ich soll mir einen angucken. So nimmst du dir auf, oder wie? Ja. Okay. Warte mal. Aufschneiden. Warum nicht? Da ist sogar Leberwurst drin, Johann. Ja. Habe ich auch reingemacht. So. So. Jetzt pack mal schön. Nicht so viel, warte mal. Schmeckt der schon, Johann? Und jetzt bin ich arbeitslos. Das schmeckt noch nichts. Nichts gewürzt. Du hast recht, das schmeckt noch nichts, Johann. Was? Aber so ist die Konsistenz, farbig. Was ist das eigentlich für ein Teig? Probier mal, Toni. Also der Teig ist so lecker, da brauchst du echt keine Wurst bei. Ich würde ja nur den Teig essen. Aber da musst du probieren, Gabi, das ist Sensation. Das habe ich gerade gemacht hier. Probier mal. Das ist ein Kartoffelteig. Nein, das ist doch Wahnsinn. Ist der nicht ein Traum? Nein, das ist doch Wahnsinn. Mein Johann sei aber hübscher, aber meiner ist leckerer, ne? So, du musst jetzt musst bitte. Du mal Hacken schön noch mehr? Nein, um Gottes Willen, nicht so viele. Ja. Das ist, tun wir mal ein bisschen weg. Mhm. Nur ein Hauch, Tomatenmark rein. Auf, was es nicht ausgeht hier. Auch nur ein Hauch oder alles? Nee, nicht alles. Nimm mal ein Löffelchen. Nein, nicht mit dem Gäbelchen. Messerchen. Löffel, hier haben wir Löffel. Wir haben da alles da, Toni. Tu mal einen Löffel rein. Aber Horst, ist das ernst? Was du machst eine Sendung für 3/4 Stunde, dann machst du eine gebratene Bratwurst. Ja, Johann, ich bin ja hier am Arbeiten. Weißt du? So, wenn ich Zeit gehabt hätte, hätte ich auch noch Pommes gemacht. Aber ich habe keine Zeit. So. So, Lauchgemüse schön mit ein bisschen Sahne. Machen wir jetzt zu unserem Teigtaschen. Guck mal, jetzt wieder die Sahne, die nicht rausgeht. Doch. Rührt euch. So, ein bisschen Brühe reingeben.
Und den Lauch ist ganz leicht rauszulassen. Also, bist du eigentlich mit Atze Schröder verwandt? Nee. Du meinst, hat er genau die gleiche Figur? Nee, aber die gleiche Frisur. Ach so, ja. Der leiht sich auch hin wieder aus bei mir. Damit genauso gut aussieht. Sind die nicht echt? Doch, doch, klar. Doch, ne? Ja, ja. Europäisches Haar. Europäisches Haar. So, Toni, pass auf. Tomatenmark kurz anschwitzen. Warum? Hat zwei Gründe. A, schmeckt es nicht mehr so exzessiv nach Tomatenmark. Mhm. Übrigens, das wird Johann dir auch erklären und jeder guter Sternekoch. Tomatenmark oder Dosentomaten sind bedeutend besser zum Kochen als frische Tomaten. Und warum benutzt ihr denn frische da drin? Ja, weil er das vergessen hat. So. So, dann kommt ein bisschen was Gemüsebrühe dazu. Ja. So, dann lassen wir das ein bisschen einreduzieren, damit das Tomatenmark sich so einmal schön auflöst, weil es soll ja eine Tomatensoße werden. Wunderbar. So. Dann kommt ein bisschen Sahne dazu. Viel mehr, früher war das Sahne. Du weißt ja, wie das heute heißt, ne? Nee. Nein? Kuhfond. Kuhfond. Kuhfond, ja. So ein bisschen Kuhfond dazu. Aha. Nicht Rinderfond. So. Bei mir heißt das übrigens Kuhbrühe. Ja. Weißt du, was das auf Türkisch heißt? Kühbrü. So. Ich wollte kochen lernen, ja, nicht Türkisch. Tust du doch. Ja. So, jetzt kannst du Kräuterchen hacken, ein bisschen Dill, schön die Blattpetersilie. Ja, dann würzt du das Ganze ein bisschen, achtest darauf, dass es nicht zu stark einkocht. Was? So, dann kannst du ein bisschen flüssig. Willst du mal sehen, was ein kulinarischer Orgasmus ist? Guck mal hier. Oh! Was hast du gesagt? Kann ich auch mal gucken, kann ich wieder Petersilie ausschneiden? Kannst du das noch mal sagen? Nein. Nein, guck mal hin, guck das mal hier. Hast du wirklich gesagt, kulinarischer Orgasmus? Joa, diese Sendung kommt samstags nachmittags. Hm. Horst, ich suche den Petersilie. Die Petersilie, das ist das grüne Zeug vor dir. Ah, hier, ja. Ja, ich mag das, wenn man so gut vorbereitet ist. Aber super, hm? Ne, super. Also ich finde es sehr schön, ne? Weil die Nüsse sind auch toll. Ne? Das gelingt mir immer nicht mit diesen Bröseln. Mit den Bröseln? Horst, warum nicht? Magst du Macadamia-Nüsse? Ich mag sehr Macadamia-Nüsse. Super gesunde Nüsse sind das, gell? Ganz toll. Gesund sind die auch noch? Ja, sehr. Weißt du, woher die kommen? Macadamia-Nüsse? Aus Australien. Au! Johann, komm mal rüber. Komm mal schnell rüber, Johann. Was machst du denn da? Entweder hat der unglaublich zittrige Hand oder der kann das. Sieht ja fast aus, als wenn du einen Datterich hast. Nee, pass auf. Nee, das geht nicht anders. Darf ich dir das mal zeigen? Moment. Erstmal ein anderes so. Messer. So. Pass auf, wir haben nur noch 2 Minütchen Zeit. Ja, du weißt, wo das ja, pass auf. Ist wirklich. Wenn man sowas hat, nimmt man sich das eigentlich schön im Bund und schneidet das langsam mit einer Wippe runter. Dieses Hacken ist gar nicht so falsch, das stimmt schon. Der Hackepeter, ne? Ja, aber dann hast du ein Wiegemesser. Aha. Weißt du? Ja, ja. Damit kann man das schön hacken. Du kannst natürlich auch so mal drüber hacken, das geht auch, wenn man jetzt kein Wiegemesser hat. Das ist schon richtig. So, jetzt müsstest du dein Söschen aber mal langsam abschmecken. Hast du schon Dill reingeschnitten? Nee, noch nicht. Das mache ich dann. So, pass auf, auch das. So, wir füllen jetzt hier diese Gläser mit den, mit der restlichen Creme. Jetzt kommen wir oben noch ein paar Aprikosen drauf, Gabi. Mhm. Guck mal hier, schön. Ja. Ich finde es ein wunderschönes Dessert hier. Abschmecken bitte. Oh, schaut herrlich aus. Guck mal, liebe Zuschauer, ihr dürft klatschen hier. Super. Johann? Ja? Also ganz ehrlich, ohne dir zu nahe zu treten, aber es sieht ein klein bisschen aus, als wäre es schon mal runtergefallen. Was? Was runtergefallen? Dein Glas da. Nee, das sieht doch super aus. Jetzt komm. Zeig mal richtig. Vielleicht sehe ich es auch nur von der Seite so komisch. Sehr schön. Gabi, ich bin stolz auf dich. Danke. Mach oben eine Himbeere drauf. Oder noch eine schöne Erdbeere drauf machen oben und dann machen wir das. Mhm. Ja. So, und jetzt werden wir mal schön auf so einem bunten Teller anrichten. So, Teller drauf oder ist das schon geil? Nee, probieren. Hast du probiert? Schmeckt das überhaupt? Mal Lauch nur ganz kurz dünsten. Naja, gut, wir haben keine Zeit mehr. Was fehlt noch? Pfeffer, Salz.
Hm? Pfeffersalz, Wendler? Ja, mach noch ein bisschen Gewürze dran. Weißt du, das hilft unglaublich, wenn man das probiert zwischendurch. Kommt mal hin hier, Leute. Guck mal, super locker, schaumig, fluffig. Fluffig. Viel Butter oben drüber noch. Also eins weiß ich, Toni. Den Wettbewerb, was geiler aussieht, gewinnen wir auf jeden Fall mit unseren Würstchen hier. Da so, geht Gabi. Schon mal nix. Gabi, du hast es gut gemacht. So, warte mal, jetzt eine Platte. So, Gabi, komm, die Teller stellen wir da drauf jetzt. Ja. Die Gläser auf den Teller. So, jetzt geht das aber ziemlich zügig mit uns beiden. Pass mal auf. Das stellen wir da hin, dann machen wir gleich einen Deckel drauf, damit das keiner sieht, was geworden ist. So. Oh, guck mal hier. Komm, Gabi, komm her, komm her. Mach jetzt keinen Fehler. So, kein, sag mal. Kein Fehler machen. Da kocht der ernsthaft. Guck dir das an. Sauerkraut mit Bratwurst. Weißt du, was da noch fehlt? Die Garnitur. Guck mal her. Na, von diesem Neid, der da drüben mitspringt, nur weil sie es nicht geschafft haben, liebe Zuschauer, eine Komposition hinzukriegen, die an Vollendung und Einfachheit kaum zu überbieten ist. So sehe ich das auch. Guck mal hier. So. Ein Träumchen, warte mal. Noch ein Blättchen dran tun. Ich finde immer grüne Dekoration an einem grünen Teller ein Traum. So. Was kommt, setz dich hin. Selbstverständlich, Johann. Bitte, ich bin schön Platz. Da. Gerne, Johann. Ich hab Mitleid mit dir. So, guck mal, wie schön das ist. Das muss ich mir nochmal von nahem anschauen. Ist auch, ich auch. Ich hab überhaupt noch nicht. Das ist so eine Roulade. Sag mal, nee, das ist ein Bratwurst, keine Roulade. So. Jetzt muss ich sagen. Und ich habe noch eine ernsthafte. Ich habe noch eine Frage, die meine ich jetzt wirklich sehr ernst. Wie fandst du meinen Kartoffelteig? Liebe Zuschauer, nächsten Samstag sehen wir uns wieder. Vielen Dank. Du hast Kartoffelteig. Toni.